Ja, hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Bifgaa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 
Habe ich, glaube ich, eigentlich schon das meiste. Dann kann ich hier noch ein bisschen auffüllen. Nämlich da so. Und dann können wir hier das neue Projekt anfangen. Wir sollen nämlich am Bahnhof werden. Ich habe es ja schon öfters gesagt. Einen schönen Frankfurter Bahnhof. Frankfurter Applaus, bitte. Ja. Weiß jemand, was Frankfurter Applaus ist? Ich habe eh keine Zuschauer. Also frage ich hier einfach wieder mal ins Leere. Aber ich nehme mich trotzdem dabei auf und nehme auch gerne mit anderen Leuten auf. Weil das einfach Spaß macht. So. Ja, gehen wir noch eine Ebene nach unten. Mhm. So. Ja, das wird doch. Hier müssen wir halt mit der Spitzhacke ein bisschen arbeiten. Okay. Aber sonst, ja gut, dann müssen wir Spitzhacke nochmal alles weghauen. Und dann kriegen wir hier eine schöne Fläche. So. Alles weg. So, all das weg. Dann können wir hier nochmal auffüllen. Terraforming. Obwohl, ich glaube, eins müssten wir noch nach unten, oder? Damit es nicht so ganz abgehoben ist. Ich glaube, eins muss ich noch nach unten, ja. Ja, eins muss ich noch nach unten, leider. Okay. Tut mir leid, dann werde ich noch ein bisschen mehr formen. Terra nämlich. So. Zack. Einen nach dem anderen. Das Block setzen wir hier weg. Das geht ja... Oh, jetzt pisst es auch noch. Na super, jetzt kommen die Monster her. Das hat sich ja gelohnt, dann ist noch nicht mal Nacht und ich kann nichts dagegen tun, kann ich auch nicht pennen. Ja. Nee. So. Ich forme einfach mal, wie gesagt, das neue Projekt. Also was heißt neues Projekt hier drin? Neues Projekt wird ein kleiner, hübscher Bahnhof und dazu brauchen wir einfach Platz. Ein bisschen mehr Platz. Ich sage, hier entsteht ein Bahnhof, machen ein paar Schilder rein. So, hier kommt alles weg. Oh, hier haben wir noch ein paar Erze an der Oberfläche. Die müssen auch alle weg. Genügend Erde habe ich dann auf jeden Fall, damit ich hier noch ein bisschen formen kann. Und yeah, da kann ich ordentlich. Da kann ich ordentlich loslegen. Zum Glück hat die Schaufel auch noch Unbreaking drauf. Nur noch ein Level. So. Aber hält sich gut, die Schaufel, auf jeden Fall. Damit kann man ordentlich einiges anstellen. Ich hau jetzt hier noch, solange ich jetzt noch hier bin, habe ich hier noch die normale Erde weg. Das geht schneller. So, und dann können wir hier loslegen. Das da... Oh, warum klappt das denn? Ist das die Verzauberung auf Efficiency 3, dass ich hier noch mit dem Gras Probleme habe? Oder ist das gerade ein Bug irgendwie? Mein Apfel essen, aber es kommen zum Glück irgendwie keine Monster. Das finde ich okay. Das ist okay. Bin schon... Nein, ich bin noch nicht voll. Ich dachte schon, ich bin jetzt voll. Kann nichts mehr mitnehmen. Oh Gott, da haben wir noch ein ganz großes Fett. Nein, so groß auch nicht mehr. Ich packe hier mal ein bisschen Erde hin. Da kann ich die Lücken gleich wieder auffüllen, die ich verkacke. So, gehen wir hier einmal durch. Hier muss ich nicht alles... So. Machen wir da noch? Ich weiß gar nicht, ob ich da ein bisschen abhauen soll. Wie sieht es denn jetzt auf der Map aus? Ja, geht so, ne? Der Platz ist noch nicht einwandfrei, aber das kriegen wir noch hin. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich jetzt. Ich brauche auf jeden Fall genügend Platz. Hier nach hinten auf, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen auffüllen. Da wird es dann knapp. Na, wird's knapp. Jetzt werden wir aber alles noch sehen. Ich nehme jetzt halt heute mal ein schönes Völkchen alleine auf. Ich meine, ich könnte das auch offscreen machen, aber hatte ich gerade Bock dazu und gerade Langeweile. Muss man nicht... Oh, shit, Alter. Was mache ich denn? Komm. Hier noch Kohle. Hätten wir auch noch mitnehmen können. So, gleich geschafft. Schauen wir mal, wie lange sich die Spitzhacke noch durchhält. Ja, genau, ja. Wenn die jetzt kaputt geht, dann
blase ich dir den Marsch. So, so, so. Erstmal hier durcharbeiten. Okay, das war's. Das ist scheiße. Lief ja gut. Das heißt, fülle hier noch ein bisschen auf. Hier müssen wir noch ein ganzes Stück runter. Deshalb fange ich hier mal an. Die ganze Erde einfach wieder hinsetzen. Und hoffen, dass sie bleibt. So, dann können wir hier noch... Moment, wie hoch müssen wir? Auf diese Stufe müssen wir hoch. Shit. Aber jetzt wird es wirklich dunkel, ne? Hier können wir komplett... Was auch immer hier passiert ist, ist mir egal. Können wir hier komplett zumachen. Ich bin zu faul, um alles zu formen. Sonst würde ich hier komplett auf die gleiche Höhe wie der Weg machen, aber... Kann auch zwei Blöcke höher stehen. Muss ich nicht alle so genau machen. So. So, ich hoffe, es verschwinden nicht noch mehr Leute aus dem Projekt, sondern wir behalten mal ein paar. Dann machen wir hier zu. Oh Mann. So. Ja, da können wir hier ordentlich was auffüllen, ne? Damit es gescheit aussieht. Ganze Erde können wir dann wieder loswerden, die wir gerade aufgesammelt haben. Hey, die nehme ich mit. Ah, habe ich einen Enderman gehört. Hoffentlich greift er mich nicht an. Ja, Terraforming ist so eine Sache. Ist auch die einzige Folge, in der ich das jetzt mache. Aber ich hatte gerade dazu Lust, ein bisschen was aufzunehmen, ein bisschen zu palabern. So, ich bin so alleine heute. Langeweile überkommt einen und dann hat man einfach die Lust dazu. Aber da das eh niemand schaut, ist das ja eigentlich auch egal, die können hier meine Ruhe haben und niemand mehr kann, dass ich hier noch Terraforming mache. Hat auch seine guten Seiten, ne? Ja, ja, sagte der Oberförster. Hugo war sein Name und alle Tiere des Waldes sagten du zu ihm. Er hat eine Tochter Käthe, die strickte und nähte, bis sie sich eines Tages in den Finger stach. Ja, ja, sagte der Oberförster. Hugo war sein Name und alle Tiere des Waldes sagten du zu ihm. Er hat eine Tochter Käthe, die strickte und nähte, bis sie sich eines Tages in den Finger stach. Ja, ja, sagte der Oberförster. Hugo war sein Name und alle Tiere des Waldes sagten du zu ihm. Er hat eine Tochter, Kä... Du bleibst weg! Ja? Du weg! Ja. Creeper kann ich hier... gar nicht gebrauchen. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Quo Vadis, oder? Was heißt das? Wohin gehst du? Ins Kino? Was läuft da? Quo Vadis, was heißt das? Wohin gehst du? Ins Kino? Wie, was guckst du? Quo Vadis? Was heißt da? Was heißt das? Ich komme voll durcheinander. Okay, nochmal neu. Quo Vadis? Was heißt das? Wohin gehst du? Ins Kino? Was läuft da? Quo Vadis? Was heißt das? Wohin gehst du? Ins Kino? Was läuft da? Quo Vadis? Wohin gehst du? Ins Kino? Was heißt das? Quo Vadis? Nein, oh mein Gott, ich bin ein fertiger Typ. Ich bin ein echt fertiger Typ, es tut mir leid. Okay. So, Lay. Stehen ordentlich Monsters rum. Deshalb hauen wir hier mal ordentlich rein. Und ja, hier so reicht. Müssen ja nicht alles komplett auffüllen. Ich will ja nur eine schöne Fläche haben. Vielleicht kann man da noch was draus machen dann. So, hoffentlich ist hinter mir wieder kein Creeper. Ja, ich bin gleich die ganze Erde los. Krieg ich, ja, komm, ich schnapp mir irgendwo. Es wird mir niemand böse sein, wenn ich aus irgendeinem Lager Erde nehme. Die sind doch eh alle froh darüber, dass sie los sind. Ja, dann... Komm, ja, da wird nicht lange rumgeschnackt. Dann gehe ich gleich in irgendein Lager und hole mir ein, zwei Sticks Erde. Wenn sie sie wieder haben wollen, dann kriegen sie sie wieder. Dann also, aber es ist Erde, Leute. Da muss man echt nicht. Muss man nicht rummaulen. So. Hier noch. So. So, le.
Jo. Du Zombie, verpiss dich. Komm, du kannst mir mal, wenn du mich wieder angreifst, kriegst du den Rest. So, wenn da dann noch... Wenn wir da dann noch das Zeug weg haben, dann haben wir schon mal eine ordentliche Fläche. Nur nach hinten bin ich ein bisschen eingeschränkt. Da wollte ich ein bisschen mehr haben. Hallo! Attacke! So, hier noch. Ich meine, nach hinten ist halt das große Problem. Da ist wohl auch Creeper explodiert. Dann machen wir mal zu. So. Jetzt habe ich 15 Minuten lang Scheiße gelabert. Und das reicht dann auch mal wieder. Den Rest mache ich dann offscreen. Und dann seht ihr, wie wie sich hier schön alles verändert hat. Und dann können wir ja in der nächsten Folge vielleicht schon anfangen. Je nachdem, wie ich Bock drauf habe, können wir in der nächsten Folge dann anfangen mit dem Bahnhofsprojektchen. Tschüss. Habe ich den gerade One gehittet? Jo, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, Mädel, und ciao.